Hallo und herzlich willkommen bei Rising World und hier ist der Wolle 158. So, wir bauen weiter. Und zwar jetzt hier mit unserer Hütte weiter. So, die Seite haben wir, dann können wir auch hier das Zeug jetzt wegkloppen hier. Dann werden wir mal sehen, ob wir die vorne ein bisschen ranlegen können. Ich würde es ja gerne hier so ein bisschen überstehen lassen. Mal gucken, ob wir das dann hinkriegen. Gut. So, hier die Seite kommt auch noch ein Fenster rein. Und dann müssen wir noch mal ein bisschen höher dort gehen. Ja. Ja, mal gucken, wie wir das machen. Okay, dann bauen wir erstmal. So, nee, wir wollten ja. Wir haben ja Fleisch. Das heißt, wir können uns. Wir können uns auch erstmal eine Feuerstelle machen. Ne? Und dann brauchen wir Baumstämme. Baumstämme habe ich alle kaputt gemacht jetzt hier. Das heißt also, wo ist meine? Da haben wir sie. So, das heißt also, unsere Bäume sind da schon ein bisschen gewachsen hier. Das war schnell mal wieder 1-2 abkloppen. Ja, ich habe noch nichts weiter gemacht, bin noch ja nicht dazu gekommen hier und hier jetzt die Portale zu machen. Aber machen wir den jetzt hier. So, machen wir dahin. Jetzt können wir uns zumindest dann erstmal gleich die Feuerstelle machen hier. Und haben wir. Oh, der hat keine. Ne, der hat tatsächlich nichts fallen lassen. Dann machen wir gleich noch einen jetzt hier. Wir wollen auf jeden Fall immer wieder gleich neue Bäume ansetzen. Upsa. Das sieht fast so aus, als ob der auch nichts hat fallen lassen. Da nicht. Na nu, oder sind die Bäume einfach doch noch zu jung? Das wäre natürlich dann jetzt wirklich Mist, wenn wir hier keine neuen Setzlinge bekommen hier. Dann haben wir nachher hier das alles abgeerntet und keine neuen Bäume mehr. So, aber hier, da haben wir welche. Einmal, zweimal, dreimal, naja gut. Dann haben wir die drei jetzt wieder raus hier. Und die werden wir natürlich auch gleich wieder einsetzen. So, das reicht jetzt erstmal. Einmal, zweimal, dreimal. Okay, dann können die wieder nachwachsen, ja. Die brauchen noch ein bisschen die Weiden hier. Die brauchen auch noch ein bisschen. Ich glaube so, ja, wenn wir die nur in der Größe hier schon abpacken, dann machen wir sie so ja kaputt. Also hier müssen wir auch noch warten. Die können wir schon wegmachen. Aber ne, das ist Apfelbaum hier, glaube ich. Ja, das sind zwei Apfelbäume, die ich hier gesetzt habe, denn das sind die alten Zitronenbäume. Und das ist auch noch Zitrone. Ja, hier kriegen wir noch einen Strauß. Zitrone wollen wir nicht so viele. Äpfel brauchen wir. So, hier muss auch noch alles wachsen, also ist noch nicht dolle. Ist noch nicht dolle hier. Das muss alles noch ein bisschen mehr in Bewegung kommen, ja. Okay. Dann machen wir weiter. Also jetzt reicht mir da. Was ist denn das für eine Ecke hier? Guckt euch das mal an, die ist immer noch da, ja. Nochmal. Hier, das ist ein richtiger blöder Scheißfehler hier.
Jetzt ist er weg, ja. Das stört mich sowas. Kann mal passieren, ja. Aber so im Großen und Ganzen sollte das eigentlich nicht mehr sein. So, jetzt stehst du sowieso gerade hier in der Nähe. Dann machen wir die gleich hier. Alle. Hat er geklappt. Guckt mal. Schönes Fleisch haben wir da. Das war ja nur, weil sein Weg rumgestanden hat. Und jetzt lassen wir den Körper natürlich verschwinden, ja. So, hier war doch irgendwo noch eine Lücke. Ach, hier. Jetzt klappen wir das mal raus, ja. Und jetzt sind die Lücken weg, ja. Ja. Da kommt sowieso ein Steinweg hier lang, den ich bis hierhin mache. Zu unserem Steinbruch, ja. Und dann ist das gut. So. Wir wollten bauen. Eine Feuerstelle. Okay. Und einen Spieß können wir auch bauen. An dem weiß ich gar nicht, ob wir da. Ich glaube, da kann man nur die Hühnchen aufspießen. Machen wir mal den und gucken wir mal. So, und das machen wir uns hier vorne hin. Dass wir jetzt mal schon so langsam in die Richtung gehen, was wir hier. Ja, das sind die Lagerfeuer mit den Ebenenfeuer. Das ist aber auch ganz gut so hier. Denn das ständig nachzuheizen. So, drei Spieße. Und das gucken wir mal, ob wir hier unser Fleisch aufkriegen. Kriegen wir das drauf hier? Ja. Und das wurde auch noch her. Dann haben wir noch ein Stück Speck hier. Irgendwo hatte ich jetzt noch ein Biegen rum. Schweinefell. Ich muss das gleich erstmal wieder hier anpacken. Wo ist denn? Da ist er. Ach, viermal ist er ja. Aber wir brauchen nur einmal jetzt. So, auf jeden Fall haben wir denn schon vernünftig was mal an Nahrung her. Ja. Ne, den Biegen kann man da nicht ranmachen. Ne, der geht nicht. Da geht nur das Fleisch. Gut, dann müssen wir aber immer wieder aufpassen, dass unser Fleisch da nicht verbrennt. Ja, müssen wir mal alles andere auch mal ausprobieren, ob wir Kartoffeln darüber, ob wir Backkartoffeln daraus machen können oder sowas. Gut, haben wir das erstmal. Dafür brauchen wir nachher dann einen Grill. Jetzt brauche ich noch Rundhölzer. Was haben wir hier noch? Hier, da haben wir Holzstämme, haben wir noch 7 Stück. Und gleich hier hin. Dann müssen wir gleich noch welche herstellen. Und zwar Holzstämme. Genau, das sind die unten. Und welche hatten wir da genommen hier? Ja? Die hatten wir genommen, wa? So, und dann stellen wir mal gleich. Erstmal 30 herstellen. So, und nun gucken wir mal, wie wir die jetzt ansetzen können. Erstmal ablegen, drehen. So, und nun wird schön. Ah, der reicht leider nicht durch. Schade, ich habe gedacht, ich kriege den auf der anderen Seite so ein bisschen durch, ja. Ne, den kann man nur ansetzen. Kann man nur ansetzen. Das würden wir natürlich durchkriegen, wenn wir mit Blueprints hier gearbeitet hätten. Und dann könnte man hier so einen kleinen Überhang machen. Man könnte das, na, bloß dann steht er da über, ne, will ich jetzt nicht. Dann lassen wir das so. Müssen wir nur mal gucken wegen der Länge, ob wir da, wie viel wir brauchen, ob das das längste hier schon ist. Ne, können wir noch ein bisschen länger machen. Setzen wir mal so an hier.
Mal gucken, ob wir noch ein bisschen ne Klingstück hören. Und dann sollte es eigentlich klappen. So. Ja, und dann steht es ja so ein bisschen vor. Gut, der kommt schon hin. So, jetzt müssen wir aufpassen. Hier machen wir jetzt komplett eine geschlossene Wand. Da drücke ich einfach jetzt die Shift-Taste und damit liegen die. Oh, der ist doppelt gekommen. Ja. Liegen die einfach dann schön übereinander her. Ja. Vorne anlegen kann ich sie nicht. Ja, so kann man. Und so kann man auch an. Sehr schön. So, den einen hier unten, den müssen wir wieder wegkloppen. Ja, da machen wir uns dann zum Schluss sowieso hier einen schönen Bretterfußboden hin. Und dann passt das. So, die Wand wird geschlossen. Heißt also, dass wir jetzt hier ansetzen. Den einfach nur kürzen und auch einfach so ein bisschen weiter vor, ne, ein bisschen weiter hinter. So, genau, und den anderen setzen wir dann wieder ganz genau an, ja. Und damit hätten wir dann schon mal die zweite Wand. Sehr schön. So, hier setzen wir jetzt an für das zweite Fenster. Dann nehmen wir auch gleich das Maß. Ja. Wenn der Raster drin ist, dann klappt es eigentlich ganz gut hier. So, jetzt haben wir dieselbe Höhe wie dort, ja. Kommt hin, jetzt müssen wir nur noch gucken, was wir hier für eine Breite hatten, für das Fenster. War ja nicht allzu breit, aber das können wir auch nach Schnauze machen, ja. Wir setzen einfach mal nicht da. Dann müssen wir doch bis hier vorne rangehen. Jetzt kriegen wir das wieder in die Backen her. Ja. Das heißt, wir brauchen hier noch ein paar Klamotten, die wir aufpacken können, ja. Einmal. Na, ups. Was war jetzt? Jetzt komme ich hier nicht mehr hochgesprungen. Gibt es dann so was hier? Jetzt. So, was können wir hier anlegen, sollte doch jetzt eigentlich die schwarze Fülle, also liegt er ja gerade, oder? Ja, nicht gerade, jetzt müssen wir nur wieder mal gucken, ja, ja, das reicht, ja. So, und die anderen, die können wir dann, wenn wir welche haben, die anderen, die können wir dann oben rauf stapeln. Damit hätten wir unser zweites Fenster dann auch gleich. Halt. Hier will ich hin, und zwar Holzstämme. Und brauchen wir sowieso 64. So. Haben wir die auch gleich. Und machen das bis hoch hier. Nur aufpassen, dass wir jetzt, dass der mal jetzt schön einrastet hier. Warum will dann hier jetzt nicht einrasten? Ja, richtig. Von unten macht sich das wirklich blöd hier. Ich will. Kannst du auch so machen.
Dann liegt er auch oben drauf. Denn wir sind ja da an diese Ecke rangegangen. So. Gucken gleich mal. Wir schon eins zu viel gewesen, aber hier. Der reicht ja schon. Ja, ein bisschen länger müssen wir den machen. Müssen wir nochmal wegklappen, ja. Ja, da. Mal gucken. Jetzt können wir noch ein bisschen länger machen. Dass der richtig bis dahin. Ja, bis dahin. Genau. Dann haben wir den auch oben zu. Dann kann man den auch noch gleich legen. Und der sollte. Ah, hier haut es nicht ganz hin. Ja. So was müssen wir denn nachher noch ein bisschen ausgleichen. Ja. Den erstmal noch ein bisschen ausgeglichen haben. Jetzt kommt der. Ach Gott, jetzt zeigt er mir. Guckt mal. Ach, das. Jetzt hat er Müll gebaut hier. Das muss natürlich wieder weg. Das kann man nicht so lassen. Ja. Sagt beinahe die Tür zurück. Und zwar vorne richtig angesetzt, aber hier hat man nicht die richtige Länge gehabt. Hier. Haben wir nicht von der anderen Seite gekickt. Hier. Nicht aufgepasst. Den auch nochmal weg. Hier. So. Ein paar Ungereimtheiten kommen denn sowieso, aber das ist, wie gesagt, ja nicht weiter schlimm. Es geht ja in erster Linie darum, so, jetzt ist das nämlich wirklich nur, so, genau, dass das eine richtige alte Hütte werden soll und wenn da eben nicht alles richtig gerade ist, dann sieht das so ja noch besser aus, finde ich, als wenn das alles ganz nah ausgerichtet ist hier. Jetzt sieht das wieder los hier. Jawohl. Und da noch auf. Gut, jetzt ist richtig. Okay, dann kriegen wir die. Eigentlich könnten wir die noch legen, da müsste zu sein, ja. Naja, schleift ein bisschen oben lang hier. Wenn wir den nicht nehmen. Dann machen wir ihm da nachher ein Schrägdach drüber. Dann passt das. So, aber die da drüber, die können wir dann auf jeden Fall nehmen hier. Und da müssen wir dann noch was nachher dann später zwischensetzen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Da müssen wir hinten aufpassen, dass da dann ähnlich sein wird. Wir werden das hier dran ausgleichen. Hier schon ausgleichen. Und dann mal gucken über die Tür, da kommt ja dann sowieso Dach drüber. So, hier können wir jetzt aber nicht mit dem Raster arbeiten, halt. Sondern müssen das so nehmen. Sehen, ob wir das so aufsetzen können, das ginge. Ich kann aber nicht sehen, zu weit darf es ja auch nicht nach vorne sein. Das Beste ist, wir klettern hoch. Wir werden uns mal einfach Brett machen. Und dann Planke herstellen, reicht aus. Und die setzen wir jetzt einfach mal hier an. Wo ist er denn hier? So, machen die ein bisschen schräger. Ja. Ein bisschen breiter. Und das sollte eigentlich schon ausreichen, um da jetzt drauf zu klettern. Dann machen wir sie einfach noch ein bisschen länger. So. Nun müssen wir eigentlich aufkommen. Na bitte. Geht doch. Wer sagt's denn? Okay. So, und das muss jetzt
dann bis dahin anlegen. Genau, und damit haben wir das auch schon mal. Gut, zwei Seiten. Da muss dann auch noch ein bisschen ist da Luft durch, aber das macht nichts. Wie gesagt, wir werden es ja von innen dann sowieso noch verkleiden. So. Nächste Wand wäre dann diese hier. Und da machen wir hier das nämlich genauso, dass wir das ein bisschen schräger ansetzen hier. Ja, und wenn wir denn, so schalten wir den Raster wieder rein hier. So wird das jetzt. Die Steine kommen nachher da weg. Dann werden wir mal gucken, dass wir uns einen schönen Kamin hier drin bauen. Denn so weit gibt es ja noch nicht. Also werden wir uns den inneren Mauern hier. Und da werden wir so ein bisschen das Lagerfeuer drin verstecken und schon sieht das aus wie ein richtiger Kamin. So, was ist hier? Kriegen wir den nicht rauf hier? Jetzt. Und den auch noch und ja, jetzt. So, und damit haben wir die Wand auch erstmal bis hierhin. Es leuchtet gerade wieder rot, ich sehe schon, ach Mensch, jetzt haben wir es mal geschafft hier. So ein Mist. Durch unsere ganze Bauerei sind unsere Steaks schön verbrannt. So. Das war gewesen hier mit Festessen. Ja. So ein Mist aber auch, ja. Nicht mehr dran gedacht. Da. Steaks verbrannt. Und die brauchen wir nicht mehr. Ja. Die können wir wegschmeißen. Ja. So ein Müll. Schöne Steaks. Toll. Ja, trotzdem muss ich jetzt was essen, aber ich habe ja glücklicherweise noch gesunde Kost hier. Ich wollte sowieso kein Steak essen, das ist alles viel zu ungesund. Also zieht mir einfach mal ein paar Tomaten hier rein. So, ist viel gesünder. Ja, und sättigt auch, wenn auch nicht so gut. So was Bescheuertes. Ja, also beim nächsten Braten bleiben wir dann auch mit bei. So. Also richtig werden wir hier nicht satt, sehe ich gerade. Ja. Na doch, jetzt. Man muss bloß länger die Maustaste festhalten und dann futtert da die auch richtig auf. Ja, und vor allen Dingen, es ist sowieso wieder Nacht. Und damit gehen wir dann nämlich ins Bettchen. Und ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Vielleicht ist bis dahin schon hier unsere Tomaten selber nachgewachsen und alle Dangel vielleicht auch schon so ein bisschen. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Auf jeden Fall jetzt brauchen wir noch anderthalb Wände hier. Hier noch ein Fenster. Dann können wir uns an das Dach anmachen und dann machen wir uns an die Inneneinrichtung und noch hinten. Und die kommt hier hin. Hier machen wir uns eine Werkstatt hin. Auf dieser Ecke hier. Wo denn unsere ganzen Arbeitstische und das alles reinkommen. Das Lager auch noch reinkommt. Gut, das war's jetzt mal. Tschüss, sagt euch Walle 158. Bye, bye.